Ja, damit dann mal auf zum Kochduell. Die Frage ist halt, wo? Wo wollen wir denn hin? So runter. Dahin. Ja, wo dahinter? Ganz hinten in der Ecke. Was haben wir denn hier? Eine Möhre. Und Rettich. Rettich. Und ein bisschen Weizen. Rettich. Missy. Und die Seele, die sich wehrt. Halt so. Na, komm schon. Erstmal auch Leuchtturm hier. Wollte ich eigentlich ins Kochduell starten, aber naja. Oh, Kiste. Fast nicht gesehen. Und abwärts. Erstmal Fichi und die Kiste. Kiste. Und dann würde man sagen, jetzt aber ab. Wirklich jetzt ab zum Kochduell. Ein Pilzli. Wasserlilien müssten das sein. Langsam kenne ich sogar das ganze Zeug. Bam. Pilze. Pilze sind toll. Egal ob Pilze. Egal ob Pilze, kurzgebratene Matsuzake oder Spieße mit Pilzen. Hütchen, die Pilze sind nicht wegzudenken. Vor allem denen, die näher schon ganz zu schweigen Pilze sind, die verduften das weiches Gold. Um der Leser dieses Nachricht der Pracht von Pilzen zu verdeutlichen, habe ich einen neben diesem Schild hinterlassen. Bitte bedien dich. Hoffentlich wirst du auf diese Weise deine Liebe für Pilze entdecken. Ernsthaft? Pilze, Pilze und Pilze. Das ist aber nicht nur ein Pilz. Das waren zwei Pilze. Und haben sich schon vermehrt, die Pilzlein. Untersuchen eine Möhre. Nein, ich habe keine Lust. Ich wollte eigentlich nur die Möhre. Oh, da ist was. Vogelei. Da ist auch noch was. Rettich, Möhren. Und ein kleines Slime. Oh. Noch eine Kiste. Ein Philomeniepilz. Sonst keine weiter mehr. Zumindest sehe ich jetzt gerade keinen. Hier ist noch was. Noch ein Rettich für uns. We're ready to come.
was born ready. Oh, and Sigfria will be my assistant for the competition. Then let the cooking commence. I will be your judge today. And don't worry, I may have known Brooke for longer, but I will remain entirely impartial. Much appreciated. Well then, Traveler, Paimon, prepare! Wait, we're taking part in this too? Of course! If Brooke has an assistant, you guys will have to be mine. I'll need you by my side when the going gets tough. Paimon doesn't remember applying for that job. Bis zum bitteren Ende, würde ich mal sagen. Okay, Paimon will do it for the sake of the food. Auch durchgehen, aber trotzdem. So, ja. Our first problem is ingredients. We need something special to dress up the steak, but I don't have anything suitable here. I've got it! Radish is what we need. Mashed or grated, it'll add a touch of freshness. And we can carve little flowers out of it as a garnish. Two birds, one stone. Go find me a radish. There should be some in the area. Oh, and make sure you wash it because it's going straight into the dish. Let's wash the radish in the river. Okay. Wir haben ja eh Rettich, also. Slimes! Scared the bejesus out of Paimon. This is way too close to the venue. What if they stir up trouble during the competition? I don't think we should risk it. Go get him! So, Rettich haben wir fertig. Oder nicht? Nein, das ist doch nicht. Ich wollte nicht kochen. Now, how about... Xiangling, look out! The pan's on fire! Oh no! It's gonna burn! It's gonna burn! It's gonna burn! Get the fire under control! Without using water, though, or this dish is a goner! Feuerkraft anpassen. Was sieht denn schon wieder hin? Haben wir doch schon. Oder drin nicht. Wir können ja zwar zubereiten, aber. Chicken skewer. And make sure it's got that ooh la la on the outside, then hits you with the cha-ching in the middle. Paimon ist das ersetzt, ich habe eben auch keine Ahnung, was das heißt. Just make it taste friggin' awesome. Okay. You're a natural. The meat is on track, but we're aiming for perfection here, and I just it lacks a certain what? A certain boom shakalaka. Okay. Yes, definitely needs some boom shakalaka, or perhaps a little shakalaka boom pow. Ist das irgendwie eine fremde Sprache, von der ich noch nie etwas gehört habe, oder ist das Dialekt von Licht? Liquid, oder wie man das ausspricht. I just mean it would be a waste of such amazing ingredients to just serve this as is. Let me see. What would be ideal is some kind of regional specialty. Regional specialty? Yes, something that's native to this area but isn't often used in cooking. I don't care if it flies, crawls, or bounces. Even
even insects I can work with. Klingt ja lecker. Interesting choice. I'm sure I can make something of it. All right, then. Thanks, you guys. Now show me what you got. Jetzt sind die Zutaten. Was krabbelt? Es krabbelt. Ein Frosch. Mich hat hier am meisten Echsenschwanz und der krabbelt halt. Na dann schauen wir mal. Brauchst du noch Hilfe? Überlass das mir. Wir schaffen das. Take this. I just scrolled it down at the last minute. Okay. And here are all the ingredients you need. Is this the recipe for that snack you gave us earlier? Yes, with some minor improvements, so it uses up the leftover ingredients from Liwe. Liwe, okay. This is so complicated. How are we supposed to cook this with no experience? The technique doesn't matter. What matters is that you do it with passion. That's what my father taught me. And you must be passionate about cooking if you've helped me this much already. I trust you guys. I know you'll nail this side dish. Ach, wir schaffen das schon. Ich würde das nehmen. I like it. Come on, this is the final push. Das Rezept lernen. Gefüllte Jadetaschen. Das ist wohl das Rezept. Mist. Wir haben so viele Rezepte hier. Die ich noch nie gemacht habe. Oh ja, brauchen wir halt ein bisschen. Wenn wir eh schon dabei sind. Yay. Aber das direkt auch noch. Haben wir schon. Das müsste noch hoch. Haben wir auch hoch, ja. Fehlt uns halt eben ein bisschen. Okay, ein bisschen hoch machen. Mit ein bisschen Glück schaffen wir das hier. Ich achte überhaupt nicht auf die Zutaten. Ein Thema mit ein bisschen Glück. Reicht halt nicht. Fuck. So. They're so fragrant, I could smell them coming a mile away. We're all set. And now to serve the meal. This competition is ours. Und dann. Wer hat denn nun gewonnen? This was a fine feast. I have dined today like I have never dined before. Both chefs' dishes today were nothing short of exceptional.
They were true masterpieces. And that is what makes this an extremely difficult decision. But this is a competition, and there can only be one winner. And that winner is... Xiang Ling! Whoopee! I win! I thought I was sure to win with pork chops so fresh they were practically still grunting. But it turns out that's still no match for the taste of extinct boar. Excuse me? Did you say this was cooked from extinct boar? Yep, every last bit! My goodness. A single mouthful must be worth 100,000 mora. The amount you'd make if you sold this could support every hunter in town for years to come. The main thing is that you enjoyed eating it. I don't care about the mora. Anyway, now our judge has given his verdict, it's time for everyone else to eat too. I made plenty! Meanwhile, I want to try Brooke's dish. Mmm. This is absolutely delicious. I'll admit it, I was beaten by the best. Losing is no fun, but it was worth it for the chance to eat such superb cooking. Please, Xiang Ling, I want some more. This is gorgeous too! Such a perfectly layered texture! Were it not for that exquisite boar and excellent side dish, it's hard to say if I still would have won. Paimon's turn to eat! Hmm. I will have a taste too. Oh, my, oh my! This is the taste of Springvale! Or rather, it used to be. Da weiß man nicht, ob man lachen oder weinen sollte. This is the last time I will be able to taste the food of my era. Hey now, cheer up! If you like the taste, I can always make you some more. Really? But the boar, it's extinct. The boar may be, but the taste isn't. I can simply recreate it using different ingredients. Putting a smile on customers' faces is what we chefs are called to do. Thank you. A good time was had by all. But everyone's gone now. Let's go and say goodbye to Xiang Ling. Das war ja ein interessantes Kochduell, würde ich mal sagen. Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Ja. Thanks, you guys. Without your help, I don't know how it would have gone today. And without you, Paimon wouldn't have gotten to try so many new tasty snacks. Also wouldn't have gotten so full. Wo gehst du denn als nächstes hin? Not sure. I'll probably start heading back to Liyue, but I might change my plan on the way. I don't like to plan things too thoroughly. Who knows? Maybe you'll bump into me out in the wild again. Xiang Ling's gone from Boom Shakalaka to Hakuna Matata. You are a gifted chef. You made an amazing batch of jade parcels. Come and visit me at the Wanmin restaurant sometime. I did promise I'd cook for you. And if you want, I'll teach you how to cook some of my latest inventions too. Abgemacht. It's a deal. See you again soon. Das mit den Schleimbällchen und so, mit den besonderen Zutaten. Das müssen wir nun wirklich nicht haben, aber ja. Das ist halt so eine andere Sache. Ja.
ist jetzt die Sache, was gehen wir denn jetzt an? Wir sind immer noch 17, wir müssen 18 werden. Guck, was haben wir denn eigentlich fest? Das mit dem Kochen haben wir zumindest jetzt abgeschlossen. Kann man nebenbei eigentlich machen. Das Wissen einer alten Zivilisation. Das ist alles so weit weg, Freunde. Machen wir einfach hier mal ein bisschen Tagesquest. Weil eh gerade die haben. Oder nicht, ich weiß es noch nicht. Gott, da müssen wir noch erkunden und alles. Weil das ist ja eh hier. Noch das eine freischalten. Lade mal, lade mal. Oh. Ich wollte dich aber nur nicht. Ich wollte dich so gar nicht. Eine gefährliche Kletteraktion. Dann machen wir mal hier die Wachtöne alle weg. Braucht ja auch keiner. Oh, wow. Mit. Und damit ist er weg. In den Mullenfrühstück können wir immer gebrauchen. Wollte eigentlich nur die Pflanzen und eigentlich wollte ich hier den Wegpunkt haben. Hier ist noch eine Kiste. Na komm, erstmal das Schild weg. Schön. Sobald das Schild weg ist, sind die eigentlich überhaupt nicht mehr schlimm. Na komm. Nö. Was soll denn das? Steck dein blödes Schild wieder weg. Oh, geht doch. Blödes Schild. Richtig, ich nehme mal alles mit. Kann man halt alles gebrauchen. Ah, hier ist denn direkt mal der Wegpunkt.
Und da ist irgendwas Besonderes. Na schon, was haben wir denn da? Ja. Problem. Wir haben keinen Wind. Da oben. Ja. Slimies. Das müssen wir mit Selis aktivieren, von daher, das schaffen wir auch noch. Mit Geo sind wir hier eigentlich gut bedient. Stein leitet ja nicht, von daher können die uns mal matchen, können sie uns ja aber leider trotzdem noch. Wirklich jetzt die Frage, ah, da ist eins. Jetzt nehmen wir natürlich auch immer noch mit. Willst du denn hin? Rust ab. Püh, geht gar nicht. Schön dahin, wo du hingehörst. Das? Nö. Ah, das klappt natürlich. Der eine ist auf jeden Fall da oben auf dem Berg. Das habe ich schon gesehen. War daneben. Ich habe so gesehen nur die Frage, wo der letzte ist. Auf jeden Fall eine Kiste. Die kriegen wir wahrscheinlich durch den Bäumele. Also zumindest jetzt meine Idee. Und da hinten ist was. Hm. Das klappt mit dem Bäumele. Wollte. Ja. Klappt, wenn wir mehr Energie haben. So, langsam hoch, dann klappt das auch mit der Energie. Wir erklimmen alles. Und Landung. Punktlandung, würde ich mal sagen. Mal sowas von der Punktlandung. Na. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall immer wieder mit. Willst du denn schon wieder hin? Ich weiß doch, wo wir dich brauchen. So, genau hier vorne musst du irgendwo. Ah, genau da unten. Dann schauen wir uns doch gleich mal an, wo es hier hingeht, oder?